Herzlich willkommen zu diesem Channeling von Mutter Erde. Seit vielen Jahren bin ich als Medium mit der Erde, als Planet und Bewusstsein in Kontakt. Und manchmal bekomme ich den Impuls, meistens morgens in meiner Morgenmeditation, ihr eine Stimme zu verleihen. Dieser Tag war für mich als Sonja sehr besonders, sehr chaotisch, intensiv und gleichzeitig wunderschön. Hier auf Mallorca stürmt es. Und ich habe mich jetzt eine ganze Weile auf Mutter Erde, unseren Heimatplaneten, eingestimmt. Wie so oft wird es eine Mischung sein aus Gefühlen, die ich von ihr bekomme und sie in meinen Worten umsetze. Und teilweise werden es auch sehr klare Sätze sein, die ich empfange. Es ist immer eine Mischung aus Bildern und Worten, die durch mich durchfließen. Ich gebe mich hin und weiß nur, es wird wichtig sein. Ich lade dich ein, wie auch ich, die Augen während des Channelings zu schließen und mit all deinen inneren Sinnen und äußeren Sinnen hineinzufühlen, was die Worte und die Energien, die dabei fließen, mit dir machen. Ich werde vielleicht danach auch noch etwas aus meinem Erleben zu diesen Worten und Gefühlen sagen. Mal schauen. Jetzt lade ich dich erstmal ein zu genießen. Ich sitze übrigens vor dem Sternentor von Mutter Erde und freue mich einfach, dass es seine Energie mit hineingibt. Willkommen, geliebte Seelen. Danke, dass ihr lauscht. Danke, dass ihr bereit seid für meine Worte, Energien, Bilder. Mein Bewusstsein ist mit euch alle Zeit. Mein Bewusstsein spürt jede einzelne Seele, die mit mir gemeinsam schwingt. Wir haben uns verabredet, jetzt in dieser Zeit den Wandel der Welt miteinander zu erleben, ihn miteinander zu gestalten. Die Zeiten, in denen ihr alle jetzt hier mit mir seid, fühlen sich wild und zerrissen an. Und tatsächlich zerreißt das Gewebe der Illusion, der Maya, der großen Kraft, damit dahinter das wahre Leuchten sichtbar wird. Aus meiner tiefsten Seele, aus meinem tiefsten Herzen, als Bewusstsein, sende ich euch regelmäßig meine Liebe und Kraft, damit ihr innerlich nicht zerreißt. Denn es geht nicht darum, dass ihr euch als Menschen zerrissen fühlt, auch wenn die Energie um euch herum ein wahrer Gewaltakt, eine wahre Zerreißprobe darstellt. Es muss sich etwas verändern, damit wir gemeinsam die neue, höchste Schwingung
erzeugen können. Mir ist bewusst, dass viele von euch Angst haben. Diese Angst ist so leicht zu schüren. Ihr seid so leicht zu verführen, in Angst zu sein. Denn das habt ihr Jahrhunderte, Jahrtausende lang so gelernt. Ich spüre euren wahren Kern von jedem Einzelnen. Ich spüre eure wahre Macht, die immer noch schläft. Ich spüre diese Kraft, die wie mein Gold, das in mir reift und immer wieder geborgen wird, in euch vibriert. Mein Gold ist ein Symbol für die stärkste, stabilste Kraft. Fühlt dieses Gold. Fühlt mein Blut in euch pulsieren. Fühlt meine tiefste Kraft, die für euch lebendig ist. Dieses Gold, das ich euch aus meinem Herzen schenke, mein tiefstes Blut, möchte euch nähren, möchte euch stabilisieren, damit ihr nicht zerreißt zwischen Licht und Schatten. Und damit doch etwas geöffnet wird in euch. Nicht zerrissen, sondern geöffnet wird. Es bewegt sich in der Welt und in euch. Es öffnen sich die Möglichkeiten, dass das wahre Licht durchscheint. Und jeder von euch, ob Mann, ob Frau, ob Kind, ob alter Mensch, sogar die Tiere und die Pflanzen, haben jetzt die Gelegenheit, ihre Schwingung so stark zu erhöhen, dass es viel, viel Stabilität braucht, damit ihr nicht zwischen Himmel und Erde zerrissen werdet, damit ihr nicht zwischen den Mahlsteinen der Manipulation zerrieben werdet. Nichts ist jetzt wichtiger, als stabil zu sein, in Balance zu sein. Nutzt, was ich euch schenke. Ab und an darf ich aus meinem Herzen, aus meinem tiefsten Bewusstsein Impulse geben. Und ich pulsiere im Moment zu manchen Zeiten besonders stark, damit das Gewebe der Illusion und Manipulation zerreißen kann. Dazu braucht es alle Kräfte dieser ganzen Konstellation aus Himmel und Erde, aus Schwingung und Liebe, aus purer Kraft. Woran auch immer ihr glaubt, fühlt mich unter euren Füßen und in euren Herzen. Ich werde euch immer unterstützen und werde euch immer helfen, dass das Chaos euch nicht überschwemmt und erstickt. Ich werde immer mein Möglichstes im Rahmen des freien Willens, den ihr besitzt, tun, um mit meiner Liebe die Wogen so weit zu glätten, dass ihr nicht ertrinkt. Ich werde euch immer auffangen als liebende Mutter, als das Urweibliche und Männliche zugleich. In mir wohnen Mutterseele und Vaterseele. Es ist meine Bestimmung, euch zu beschützen, euch Geborgenheit zu schenken. Die meisten nehmen mich als Urmutter wahr, doch da ist auch ein starker männlicher Kern,
Denn eure Seele, vor allen Dingen eure Kinderseele, die niemals verschwindet, solange ihr auf der Erde seid, euer inneres Kind braucht beides. Die Zeiten verändern sich so stark, so schnell. Der Wandel vollzieht sich im wahren Zeitraffer, wobei es Zeit im Grunde gar nicht gibt. Deshalb nehmt euch auch die Zeit, dehnt sie und entspannt euch. Nehmt die Spannung heraus, die von außen als Druck, nahezu als Zwang auf euch wirkt. Nehmt euch heraus aus diesem alten, zerbröckelnden Gewebe. Es ist nur ein Schritt, es ist nur ein Gedanke, herauszutreten aus dieser alten Illusion, aus der Maya, aus der Verwirrung. Nutzt all eure wundervollen Methoden und Techniken, mit denen ihr euch innerlich erholen und entspannen könnt, mit der ihr im Außen, vor allen Dingen mit eurem kostbaren Körper, den ich euch einst schenkte, zur Ruhe kommt. Verbindet euch mit mir. Ihr seid so stark. Ihr habt so kräftige Wurzeln. Erinnert euch. Ihr habt so starke Sinne, die die Wahrheit wahrnehmen. Erinnert euch. Ich helfe euch, das alte Gewebe zu zerreißen und gemeinsam mit euch ein neues Gewebe zu erschaffen. Ein Gewebe, das euch nicht zerreißt, zerstört, sondern das euch nährt, das euch umhüllt, zart, weich, das euch das Gefühl von Sanftheit, Zartheit und Geborgenheit schenkt. Lasst all diejenigen in Ruhe, die noch nicht diese Schwingung aushalten und sich ihr widmen können, die noch nicht bereit sind, diesen kleinen Spalt zu öffnen, durch den die neue Schwingung in sie hineinfließen kann. All diejenigen, die bereit sind, werden es bewusst oder unbewusst jetzt schaffen. Die anderen haben ihr Tempo, ihre Zeit, ihr Seelenplan, ihr Ziel. Und das alles muss nicht mit euch gleich sein. Vielleicht harmoniert es auch nicht mehr. Vielleicht ist es auch an der Zeit, euch mit anderen zu verbinden, die jetzt bereit sind, auch den Weg zu gehen, sich zu öffnen für diese neue, frische Schwingung. Das Alte zerreißt, doch ihr müsst nicht zerrissen sein. Spürt euer Ganzsein, eure Verbundenheit, das Einssein. Das ist der Weg des neuen Zeitalters, in das wir gemeinsam schwingen. Ich bin bei euch Tag und Nacht, verwoben mit euch durch die Elemente, die mich ausmachen als Erde, Planet und Bewusstsein. Wir sind verwoben über euren Körper, euren Geist, euer Bewusstsein. Gemeinsam werden wir die neue Balance in der Welt erschaffen. Danke, dass ihr mit mir leuchtet. In Liebe, eure Erde.
fühle sie unter mir pulsieren und bin so dankbar für die Worte, die ich spüren und mit euch teilen darf. Jetzt weiß ich, warum ich dieses feine, zarte Gewebe trage. Lange nicht mehr getragen. So fein und zart, wie wir es sind. So scheinbar verletzlich. Doch das ist eine Illusion, ihr Lieben. Wir sind alle so stark. Ich ermutige euch mit allem, was ich bin, jeden Tag das zu erkennen. Wie stark, wie glitzernd, wie funkelnd. Denn sensibel sein und stark sein widerspricht sich nicht. Im Gegenteil, sensible Stärke ist viel machtvoller als unbewusste, stumpfsinnige und dunkle Stärke. Ich weiß, dass in meinem Feld, in meiner Gemeinschaft, in meiner Community so viele Hochsensible sind, so viele Menschen, die jetzt schon leuchtende Herzensmenschen sind, die mit mir den Weg der Lichtmenschen gehen wollen und schon gehen. Und ich weiß, dass wir gemeinsam mit Mutter Erde so viel verändern können. Auf liebevolle Weise, auf friedliche Weise. Wir müssen nicht mehr kämpfen. Weder gegen die Angst, noch gegen den Schatten, noch gegen das Dunkel. Es ist alles gut und alles sinnvoll. Es kommt immer darauf an, was wir daraus machen. Und machen kommt von Macht, unserer goldenen, lichtvollen Schöpferkraft und Selbstermächtigung. Ich habe schon oft davon gesprochen und bete täglich darum, dass immer mehr Menschen ihre Macht und Kraft erkennen, vor allen Dingen die hochsensiblen Lichtmenschen. Von Herzen meine allerbesten Grüße. Ich wünsche euch, dass ihr gemeinsam mit mir weiter stark und lichtvoll leuchtet. Eure Sonja Ariel von Staden. Ciao.